Hey, da bin ich wieder. Es gibt endlich das zweite Video zum Verbalsuffix Kemmu. Diesmal halt in der Funktion der vergangenheitsbezogenen Vermutung. Ich habe Gedicht Nummer 261 aus dem Kuki no Wakashu ausgewählt, um das vorzustellen. Es ist ein bisschen suboptimal, weil da gleich zweifach unbekannte Grammatik vorkommt. In dem ersten Teil des Gedichtes, was auch gleichzeitig einen Nebensatz bzw. zwei Nebensätze darstellt, den werde ich ein bisschen überspringen, den werde ich einfach nur übersetzen, aber nicht genauer auf die Grammatik eingehen, weil wie gesagt, das sind halt unbekannte Themen, die ich jetzt eigentlich nicht schwerpunktmäßig ansprechen möchte. Was ich nochmal dazu genommen habe, ist das Vorwort, nämlich Aki no uta to te yomeru. Letztes Mal hatte ich ja zum Yomeru gesagt, dass es irgendwie dichten heißt, das stimmt aber nicht. Yomu bedeutet dichten oder lesen, aber im Kontext mit gedichten halt dichten. Yomeru bedeutet etwas als etwas verstehen oder etwas als etwas auffassen oder interpretieren. Und davor haben wir Tote, das ist eine Kombination von Partikeln, nämlich To, die Zitatpartikel, davor steht ja das, was zitiert wird, und Te, die entweder koordinierende oder subordinierende Verbindung. Die ist in diesem Fall subordinierende und es ist oft so, dass zwischen To und Te das Verb weggelassen wird. Deswegen muss man einmal ein bisschen gucken und interpretieren, was gemeint sein könnte. In diesem Fall ist es halt so, dass es hier wahrscheinlich su, also tun, machen ist, und weil ja te an die Renyoke angeschlossen wird, ist es dann si, also to si te yomeru. Also es wird interpretiert als oder in Funktion von einem Herbstgedicht oder als ein Herbstgedicht. Das Gedicht selber ist ein reguläres Tanka, das ich auch schon hier mit Maru überall unterteilt habe, und ich werde es jetzt einfach mal vorlesen. Ame fure do, tsuyu mo moraji o, kasatori no yama wa ika de ka momiji some kemu. Das Verbalsuffix kemu, um das es geht, steht am Satzende. Sieht aus wie eine Shushike, ist aber keine Shushike, denn wir haben hier ein Ka. Und dieses Ka ist ja eine Fragepartikel, die Kakarimusubi hervorruft und die Rentaike erfordert. Das heißt also, bei der Analyse müssen wir das hier als Rentaike identifizieren, auch wenn es mit der Shushike identisch ist. Anschluss von Kemu ist an die Renyoke. Und Somu, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Yodan-Doshi, dann wäre die Renyokea Yomi, Somi, Entschuldigung. Oder es ist eine Shimonidan-Doshi, also aus der Verbklasse Shimonidan. Dann kommt das mit der Renyoke und dem E auch hin, weil bei den Shimonidan-Verben ein E der Zeigevokal der Renyoke ist. Bedeuten tut es beides Verben. Das vierstufige, also das Yodan-Doshi, ist intransitiv und das Shimonidan-Doshi ist transitiv. Wobei das Intransitive auch bedeuten kann, sich verlieben. Aber ne, wie gesagt, es kann auch einfach färben oder sich färben heißen. In diesem Fall halt transitiv irgendjemand oder irgendetwas färben. Was man färbt, steht davor, nämlich Momiji, das Herbstlaub. Passt ja auch ganz gut. Herbstlaub ist ja auch eigentlich etwas, was sich färbt, aber wir haben ja oben jemanden, der agiert, nämlich der Regen. Das ist derjenige, der wen oder was das Herbstlaub färbt. Gut, wie geht's weiter? Wir haben Ka, die Partikel zum Ausdruck einer Frage, also wie wohl, und dann Kemu, also Ka, wie Kemu hat wohl, Fragezeichen. Und dann IKD, also auf welche Art und Weise, das passt dann auch ganz gut mit dem K zusammen, also fragend. Dann haben wir Wa, die Thema Partikel, also was anbetrifft, den Berg, und dann Kasatori no Yama. Das ist kein Attribut in dem Sinne, sondern Kasatori no Yama ist ein Eigenname, das ist ein Berg in der Nähe von Kyoto. Also was den Kasatori-Berg angeht, wie, auf welche Art und Weise hat irgendjemand gefärbt das Herbstlaub.
So, und wer der Handelnde ist, das ist der, der hier ganz vorne steht, in einem der beiden Nebensätze. Den ersten Nebensatz können wir übersetzen, weil wir das können oder weil wir das schon kennen. Das ist nämlich ein Do aus dieser Zweiergruppe Do, Domo an die Isenke angeschlossen, also ein konzessiver Nebensatz, obwohl Ame Furu, also obwohl es geschneit hat, geregnet hat. Und dann haben wir den schwierigen Teil, wo gleich zweimal unbekannte Grammatik vorkommt. Das ist auch konzessiv. Plus negative Vermutung. Wie gesagt, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, ich übersetze es einfach nur. Also, ich übersetze es mal schlecht, damit es grammatikalisch besser rüberkommt. Obwohl der Regen gefallen ist und obwohl er nicht vollständig durchnässt hat, was den Kasatori-Berg anbetrifft oder angeht, wie hat er dort wohl das Herbstlaub gefärbt? Soweit so gut. Das war jetzt die relativ grammatikalische, akzeptable Übersetzung. Ein bisschen schöner könnte man das übersetzen. Obwohl es regnete und der Regen das Herbstlaub nicht vollkommen durchnässt hatte, wie hat er es da wohl geschafft oder wie vermochte er da wohl am Kasatori no Yama das Herbstlaub zu verfärben? Das wäre die, schönere Übersetzung, also die sprachlich elegantere Übersetzung für dieses Gedicht. Wie gesagt, also die ersten beiden Teile, obwohl und so weiter. Aber worauf es eigentlich ankam, ist ja das Kemu, vergangenheitsbezogene Vermutung, Anschluss an die Renyoke. Und das wäre eigentlich alles, worum es mir spontan in diesem Video ging. Und die anderen beiden Sachen, das ist einmal das O als Partikel und das D als Verbalsuffix, machen wir später. Wo wir gerade bei Partikeln und vor allem satzverbindenden Partikeln sind, das wird dann auch so der nächste Themenblock sein, wo ich einsteigen möchte. Alles klar, bis dann.